Wir sind jetzt mittlerweile im 1, 2, 3, 4. Spiel angelangt. Trash ist angesagt. Wir haben den Sound ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, müssen wir nochmal leiser machen. Wir starten. Es ist ein... Achso, warte mal, ich muss hier das noch ändern. Ach man, das ist alles hier. Ich habe hier so viel hier. Warte mal. Findet das überhaupt? Twitch? Es findet er auch. Es ist so unfassbar. Okay, so, jetzt aber. Starten. Loading. Hört sich schon mal gut an. Horror. Ja, Horror, Anführungszeichen. Ich habe nur noch Sound auf dem linken Ohr. Ist das schwammelig. Ihr seht es normal, naja, weil ich sehe hier nicht viel. Ja, der einzige Horror... Wie groß bin ich denn? Ich reich was... Geh die Maus noch ein bisschen schneller, bitte. Okay, wir sind in der Schule. Das ist ja schon mal... Wir stoßen auch regelmäßig mit dem Kopf an die Decke. Kann ich hüpfen? Ja, ich kann hüpfen. In den Spiegel gucken ist schon Horror genug. Ja. Die Maus ist so ultra schnell. Ach ne, warte mal, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Geh mal weg hier. Wir gucken mal. Was müssen wir denn hier machen? Ich kann hier nirgendwo. Ey, du gehst mit der Maus ein bisschen nach links. Und du hast eine komplette Drehung. Okay, warte. Ja, genau, Spiel. Hau mir wieder die volle Dröhnung rein. Hä? Ich kann soundtechnisch nichts einstellen. Moment. Das ist, da arbeite ich dran. Ich krieg das hin. Wir machen den Sound leiser. Ist überhaupt kein Problem. Da muss ich Trick 17 machen. Schule ist Horror. Da habe ich dir vollkommen recht. Schule war schon immer... ich darf mich nicht so schnell drehen. Kann da aber auch nichts machen. Gibt's irgendwie... Oh, Maus-sensitiv. Was ist, wenn ich jetzt Vollscreen... Jetzt geht's! Ich kotz. Okay, ich kann Vollscreen spielen. Ihr habt immer noch Haken. Na gut, aber ich... Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Okay, ich muss die Sensitivity noch ein bisschen hier... Das ist so unfassbar schnell. Jetzt geht's besser. Habe ich irgendwo eine... Baby-Bambe, Lampe. Lampe, Haar vielleicht? Überhaupt irgendwie? Kann nichts machen. Was ist jetzt eigentlich unser Sinn? Hallo? Kann ich rennen? Ich kann rennen. Also gut. Also noch ist alles schön hell, alles ist toll, alles ist super. Ich finde das klasse. Dieser Sound wird hier immer lauter, weil die Schüler wieder nicht die Fresse halten können. Wir können nach oben gehen. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist der Aufführraum. Also die Aula oder so. Aula? Nee, nicht Aula. Ach, egal. Was haben wir denn hier noch? Wir rennen mal durch. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Also ich hoffe... Oder ist es F? Nee. Habe ich keine? Ich habe keine Tastenbelegung irgendwo stehen. Oh, Q kann ich... Was kann ich mit Q machen? Oder was mache ich denn mit Q? Ach, da kann ich einmal nach links gehen. Toiletten? Okay. Die sind sogar halbwegs sauber. Das ist sehr gut. Ist auch von der Männertoilette keine Normalität. Die Damentoilette ist auch vollkommen okay. Also die Putzkolonne war fleißig. Okay, wir gehen nochmal weiter hoch. Wir gehen nicht weiter hoch, habe ich jetzt beschlossen. Kann hier aber auch nichts machen. Das ist der Horror. Ich weiß nicht, was man in dem Spiel machen muss. Das ist der pure Horror. What?
Wir laufen mal da raus. Ja, so stelle ich mir das vor. Schöne hohe Mauern, damit du auch ja nicht entkommen kannst. So stelle ich mir Schule vor. So, können wir Fußball spielen? Kann ich irgendwas machen? Oh, ich kann hier ranzoomen. Das geht. Oh Gott, ist das jetzt die Maus wieder so schnell? Spiel? Der vergisst manchmal die Einstellungen. Die labern so viel im Hintergrund, das müssen TikToker sein. Ja, genau. Also hier draußen ist nichts. Kann ein bisschen hüpfen. Kann ich die Schule verlassen? Das ist so mein Urinstinkt. Die haben uns eingesperrt, die Schweine. So sieht es nämlich aus. Okay, es sind zwei Stücke Schule. Was zum Teufel soll ich denn jetzt machen? Muss ich wahrscheinlich in ein Klassenzimmer reinsetzen, aber wo bin ich denn? A Cry of Fear? Nee. Aber ich habe mal Let's Play dazu gesehen. Das wäre nichts für mich gewesen. Also ich drücke gerade alle Knöpfe durch. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Warum ist denn das voll Blut? Oh! Was? F? Run? Warum ist denn die Maus wieder so schnell? Oh, leck mich doch am Arsch. Jetzt ist der Sound auch wieder so laut. Willst du mich verarschen? Spiel? Oh Gott! Wir haben... Warte kurz. Ich höre nichts. Okay, wir haben Zombies. Was machen wir jetzt hier? Zombie-Parcours? Ja, oh, das erinnert mich an die eine koreanische Serie. Oh Gott, wie hießen die? Die ist relativ... Ich glaube, die ist letztes Jahr auf Netflix. Ja, ist ja gut. Ist letztes Jahr auf Netflix gekommen. Da ging es auch darum, dass da bei der Schule irgendwie die Zombies ausgebrochen sind. Ich flüchte! Alter! Was ist denn jetzt? Jetzt ist die What the fuck? Leck mich doch! Muss ich das jetzt bei jedem Szenenwechsel einstellen? Hier haben wir gerade durch die Serie. Wie fandet ihr die? Ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich fand die gar nicht mal schlecht. Ja, genau. All of us are dead. Genau. Die fand ich gar nicht mal so übel. Apropos übel. Alter. Ja, aber das ist ja häufig bei Serien, dass sich die ziehen. Ich habe jetzt mehrere Serien auch schon gesehen, wo ich mir dachte, ja, die hat zwar nur 10 Folgen, aber 8 oder 7 oder 6 hätten es auch getan. Warum habe ich jetzt... Bin nicht mehr so der Serien-Film-Fan. Ja, okay. Musst ja auch nicht. Also erstens, warum haben sich meine Lebenspunkte drastisch um 90% reduziert? Zweitens, warum habe ich jetzt auf einmal keine Taschenlampe mehr? Jetzt, wenn ich eine brauchen könnte. Drittens, warum verstellt sich immer der Sound und die Maus? Und was mache ich hier eigentlich? Schau lieber Streams. Bolleck, das hat er gesperrt. Du solltest die bösen Schimpfwörter nicht machen, aber ich kann es mal kurz freigeben, warte. Jetzt ist nicht so schlimm. Laufe ich hier gerade mal weiter? Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Die ich sonst auch eigentlich immer habe. Ach, da ist eine Leiter.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Der Typ, der ging mir auf den Geist. Ja, hallo? Oh Gott! Hallo! Was ist denn jetzt? Wieso laufe ich denn auf einmal langsam wieder schnell? Spiel? Ärger mich nicht. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Was beschreiben Sachen? Ja, ich kann es nochmal vorlesen. Ist echt gut, aber dieser Typ, da stirbt er endlich und wird dann zu einem Überzombie. Das fuckt einen noch mehr ab. Und das Fakt hat er jetzt hier gerade angekreidet. So, da habe ich es jetzt mal vorgelesen. Wenn ihr es nicht seht. Was ist denn hier? Es ist wie fucking groß ist denn ihr Keller? Der Keller ist 80.000 mal größer als die komplette Schule. Vor allen Dingen, warum? Warum baut man so den Keller? Ist da noch ein Bunkersystem da drunter oder was ist da los? Warum kann ich jetzt wieder nicht schnell laufen? Lauf doch einfach. What the fuck? Okay. Das sollte mir jetzt bestimmt Angst gemacht haben. Kann ich da durch die Tür? Was ist denn das? Wer macht denn so eine Scheiße mit den Lichtern? Ja und du? Ach komm, leck mich doch. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das hier eine Sackgasse? Diese scheiß Lichter, warum macht man sowas? Gut, das war wohl der falsche Weg. Ja, wir bewegen uns gerade extrem im Horror-Trash. Was haben wir hier? Toll. Ein Tisch. Hä? Oh. Ja, so höre ich mich an, wenn ich Hunger habe. Geh weg. Gibt's auch noch so über... Ist das echt eine Sackgasse? Oh, leck mich doch hier. Geh weg. Sackgasse. Na, ist dann Wolfi wieder da? Oder was ist jetzt hier los? Ach so ist das, die Herren. Was macht ihr? Ihr tanzt? Wir haben die Zombie-Boy-Group gefunden. Oh, jetzt sind sie geil. Warte mal, ich ziehe die mal alle nach links. Und bewege mich elegant nach rechts und tschüss. Ja, es ist unfassbar gruselig, ne? Das ist auch super toll gemacht, das Spiel. Ich finde das total klasse. Was ist denn jetzt? Hallo? Hä? Hallo? Bleibst du mal ruhig? Ich werde hier gerade durch die Gegend geschoben. Hallo, aus jetzt! Da ist auch noch eine Leiter. Wow. Wir haben noch mehr Gänge entdeckt. Ich habe Angst. Hört auf. Nein. Ha, Gänge. Guck mal, da ist der Quietsche-Zombie. Hä? Und da ist schon wieder eine Sackgasse. Willst du mich verarschen? Ich will hier endlich mal weiterkommen. Geh weg. Wer quietscht denn hier so? Hi. Okay.
Also auch hier ist eine Sackgasse. Kann ich hier irgendwie mal rauskommen? Ich hätte gern mal Abwechslung. Ach, warte mal. Hier geht's nochmal weiter hoch. Hä? Verändern sich die Räume nachträglich? Geht's nochmal weiter hoch? Wer schmatzt denn da? Warum ist hier alles so dunkel? Oh, guck mal. Ja, das war doch eine Tür. Mach mich doch da raus. Ja, wer kennt das nicht, ne? Slytherin. Oder wie? Nee, Basel, Baselmund ist das, ne? Oder? Die Schlangensprache. Es ist doch hier eine Tür. Lass mich doch da einfach raus. Was ist denn da gerade falsch? Oder muss ich den ihr Banabe erst fertig anhören? Okay, ich habe Angst, dass ich hier aus dem Keller nie wieder rauskomme. Das ist meine größte Angst. Wollt ihr mich verarschen? Ich will hier weg. Das ist auch so ein Ding. Das war kein Durchgang. Das war einfach eine Sackgasse. Oh Gott, jetzt glitsche ich auch noch durch die... Hallo? Ah, ich bin auf dem Zombie gelandet. Wo kommst du jetzt her? Geh weg. Warte mal. Wo? Jetzt habe ich mich verlaufen. Habe ich die Orientierung verloren? Na super. Kommst du mir jetzt hinterher gewackelt? Ach, komm, hau doch ab einfach. Warum kann ich denn jetzt wieder nicht rennen? Ja, willkommen, ne? Das ist Trash. Das ist Trash in Reinkultur. Sackgasse, Clipping-Fehler, zwei Zombies, drei Zombies, vier Zombies, wir sammeln Zombies. Hallo? Hallo? Was wird denn das hier? Ich slide hier sogar. Ach nee, wir sind wieder an dem Tisch angelangt. Das heißt, da unten ist wieder die Armee Zombies, ne? Hier, jetzt laufe ich wieder total langsam. Also. Oh, huh! Hi. Da warten sie schon alle. Ist aber auch nix, ne? Irgendwo ein Pfad noch nicht genommen. Hallo, hallo die Herren. Panik! Ich sterbe an... Wie, ihr kommt da dran einfach vorbei? Ach, das sind die drei Dance-Zombies wieder. Geht weg. Kommt ihr da vorbei? Die dürfen einfach durchlaufen, die Herren. Guckt euch die Herren an. Die dürfen durchlaufen. Ich muss drüber springen. Das ist ja voll wieder diskriminierend. Okay, ich... Oh Gott. Ich gehe nochmal durch diesen blöden Raum hier. Augen zu. Jetzt wird's wieder scheiße. Jetzt kommen mir natürlich auch die blöden Zombies überall hinterher. Das wird eng hier. Sei euch gleich. Hä? Da ist halt auch nix. Da sind sie schon. Da war er schon. Ah, da Fred, Ernest und der Kevin. Ja, keine Ahnung. Dann gehe ich wieder hier raus. Ich habe kein... Als ob da einfach ein Zombie auftaucht. Hier irgendwas übersehen. Eieieiei. Werde ich aber auch durch die Gegend geschoben. Ich habe hier auch keine Taschenlampe und nichts. Da kamen wir doch her. Hä, ich habe bisher jetzt alle Wege abgelaufen. Ich drücke mal alle Tasten nochmal durch. Na cool. Leuchteball. Aber da sind wir doch hergekommen, oder? Dachte ich. Ja, ja, da sind wir doch hergekommen. Ist das hier schon eine Sackgasse gewesen? Es wäre ja lausig.
Jetzt beweg dich doch mal ein bisschen. Mein Gott, ah, ich hab hier Horror. Ich hab Angst. Hört auf. Nein, puh. Der einzige Horror ist, dass ich hier nie wieder rauskomme. Hi. Tag. Entschuldigen Sie. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wie ich aus diesem vermaledeiten Keller rauskomme? Können Sie mir mal kurz den Weg zeigen? Wie hier lang? Sicher? Ja, da lang, aber da komme ich nicht durch. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Ich weiß doch selber nicht, wie es rausgeht. Da hinten. Naja, es ist aber auch doof. Wie soll ich denn da durchkommen? Haben Sie einen Schlüssel, dass Sie den hier mal aufmachen könnten? Nein? Hm. Ich suche einen anderen Weg. Dankeschön für die Hilfe. Tja. Da müsste jetzt auch eine Sackgasse. Wir haben irgendwas haben wir übersehen. Wieder dieser komische Korb. Drück mal kurz alle Knöpfe durch. Oh. Okay. Ü ist Menü. Macht ja Sinn. Ach nee. P war das wie Penü. Ich habe hier auf jeden Fall keine Taschenlampe, was total lustig ist. Nicht, dass ich mich, weil ich mich fürchte, aber vielleicht sehe ich ja irgendwo. Wieso ist jetzt meine Maus da zu sehen? Ach, ich kann meine Maus einen ausschalten. Okay. Maus, zeig mir den Weg. Ja, lang. Okay, ich komme. Ich habe hier keinen. Das ist doch alles Quatsch. Die Num-Tasten machen auch nichts. Ich habe keine Taschenlampe. Okay, wir laufen nochmal zurück. Laufen nochmal diesen blöden Gang lang. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum ich manchmal rennen kann. Und dann schleiche ich nur noch. Und obwohl ich nichts drücke, ich drücke nur W. Dann ist er wieder langsam. Dann ist er wieder schnell. Dann ist er im Normalgalopp. Dann werde ich hier quer durch den Raum geschoben, durch irgendwelche magischen Kräften der Gegner oder Geister oder was auch immer da kommt. Hui! Ja, Home Sweet Home, ne? Der Kugelball ist auch wieder da. Das ist bestimmt so eine Orientierung nach dem Motto, ey, da warst du schon. Oh, hi. Hi, Gustav. Hi, Emil. Morgen, Kevin. Kommt ihr? Die sind halt früh, die brauchen erstmal einen Kaffee, bevor die doch mal richtig in Fahrt kommen. Ich hämmer jetzt überall die F-Taste. Die FFF zum irgendwo reinkriegen. Also ich vermute mal, da wenn ich links lang laufe jetzt bei diesen drei Möglichkeiten, das ist einfach nur diese Falle. Hey, wo kommst du da oben auf einmal her? Habe ich da oben was übersehen? Weil da links ging es auch nicht weiter. So, was ist mit dir, Frederik? Kommst du? Frederik ist ein bisschen schüchtern, der braucht ein bisschen. Der braucht immer eine extra Einladung. Ist aber auch nix, ne? Und ich sehe auch nix. Ich sehe halt nichts. Ich will nach Hause. Aber waren wir da hinten schon? Frederik kommt.
Mütter, packt eure Töchter ein. Der Womanizer ist unterwegs. Na, was haben wir denn hier? Ach, eine Sackgasse. Ich glaube, das ist der Horror. Du kommst hier nie wieder raus. Hi. Sag mal, weißt du zufällig? Ja, ist aber gut. Weißt du zufällig, wo es lang geht? Hallo, nicht antatschen. Reden, reden, nicht touchen. Weißt du, wo es lang geht? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Also ganz... Achso. Ganz ehrlich, bevor ich da jetzt weiter 2 Stunden hier rumf... Weil ich würde halt wenigstens gern was sehen wollen. Also ich meine... Es ist schon klar, dass es jetzt nicht so das Horror-Ding wird, aber ich hätte halt gern... Was ist denn jetzt? Warum flutsche ich denn hier einfach so durch? Muss ich mich durchglitschen? Oh, guck mal, da schleichen sie sich an. Mal die drei... was ist denn? Hallo? Ich kann fliegen! Was ist denn jetzt? Spiel! Gib mal Ruhe! Kann ich da auch durchlaufen? Achso, es geht auch. Okay, ich wurde nicht bevormundet. Sag mal, kann ich die drei da runterlocken? Dass wir wenigstens ein bisschen Content hier haben. Ich meine, da können sie sich mit der Gruppe zusammenfügen. Kommt mal ran. Guck mal, frisch Fleisch. Ja, ja, komm. Guck mal, wie freudig erregt sie sind. Ah, da ist er ja, da ist er ja. Wir wollen dich umarmen. Schmakulieren. Tschüssi. Huch. Kommt ihr runter? Oh, hallo. Da sind sie alle wieder. Die ganze Band vereint. Also ich muss sagen, das Steinspiel war spannender. Es ist so grausam, wie ich es sagen muss. Na, Mauerblümchen? Ich, keine Ahnung, wo es da lang geht. Ich drücke hier überall F und alles. Was ist das für ein Quatsch? Lass mich doch wenigstens aus dem Spiel irgendwie was machen. Ja, was ist, wenn ihr mich fresst? Wäre ich dann zum Zombie und kann dann auch irgendwie durch die Gegend schlurfen? Was ist denn das hier eigentlich für die Kugel? Kugel, jetzt wäre ich auch schon narrisch. Ja, ich gehe an jede Wand ran, ich hämmer F, als ob da irgendwie vielleicht nochmal eine Tür wäre oder so, aber nö. Hi, na, öfter hier? Ja, keine Ahnung, dann mach mal Schluss, ich meine, dann ist es halt so. Wo kommst du jetzt auf einmal her, geh weg. Ja, der Horror ist das unendliche Rumgerenne im Keller der Ewigkeit. Das Labyrinth ist nicht durchdringst. Der Quatsch mit Soße. Kommst du? Beeil dich mal ein bisschen. Hi Schnuffi. Mein Ex-Freund. War Bodybuilder. Und Robot-Dancer. Na? Na, wollen wir uns einen Arm? Ist das ein Knutschi? Er ist immer noch heiß auf mich. Merk schon. Ist immer noch heiß, ne? Na, nimm mich. Nimm. Ach nee, komm. Nee, nicht, wenn du mir keine Blumen schenkst. Komm weg, ab. Hau ab. Geh weg. Was ist denn das? Es ist ein Schrottgame. Es ist School of Horror. Wir sind gerade, hallo Robin, wir sind gerade in im Heizungskeller des Horrors. Ich komme hier nicht mehr raus. Keine Ahnung. Wenn das Spiel nicht will, dass ich hier weiterspiele, dann super. Also ich meine, da waren die, keine Ahnung, 75 Cent enorm gut investiert. Aber vielleicht wird das ja mit DLC nachgereicht. Die Tür-DLC.
Für 10 Cent mehr kriegen sie einen Ausgang. Oh, er hat mich berührt. Ich habe ja nur noch 5 Leben. Oh nein, hör auf. Was ist eigentlich die Zahl da oben mit der 0? Oh, hi. Die Boygroup ist wieder da. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt alles ein paar Mal abgelaufen und die wollen nicht mit mir spielen. Oh, nein, nicht Fressi. Also ich gehe also nochmal kurz Licht Augen zu. Das ist so der dümmste Modus, den man einbauen kann. Dieses komische Lichtgeschaffel da. Ekelhaft. Fliegen sie wieder reihenweise vom Stream und können sie nicht bewegen, weil sie epileptische Anfälle haben. Müssen sie wieder zum Kotzen nehmen. Ja, guck mal, Boygroup kommt. Ah, der Kevin ist schon mal da. Der Freddy ist auch da. Na, Gunnar. Oh, hey! Hä? Was? Wie? Moment, der Schatten, der war mal langsamer als ihr. Ja, sorry. Ich darf nicht weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt noch hingehen soll. Da geht's nur zurück. Da haben wir auch nochmal alles abgeklappert. Ja, dann habe ich keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Ich habe jetzt jede Wand bin ich abgeklappert. Ich lasse mich jetzt fressen. Vielleicht ist das Ziel. Lass dich einfach fressen. Warum zum Teufel stellt man einen fuckigen Tisch hier rein, der einfach nicht blockiert? Wo bleibt meine Boygroup? Kann die sich mal ein bisschen beeilen hier? So, wir spielen jetzt gleich eine Zombie-Orgie. Pass mal auf. Hallo, wollt ihr mich? Frischfleisch? Ja, Frischfleisch? Achso, warte mal. Vielleicht ist das ein ganz fieser Trick. Nee, auch nicht. Hallo? Es ist, also... Das ist das Spiel, das hat wirklich Schrott definitiv verdient. Also komm, wir rücken uns ins richtige Licht. Fresst mich doch einfach. Lass es einfach zu Ende gehen. Danke, danke. Nein, ich habe null Score. Warum? Warte mal, lass mir überlegen. Weil es keinen Ausgang gibt. Wir beenden dieses Desaster.